Ich sitze hier in meinem Büro, an meinem Schreibtisch vor dem PC und starre auf den flimmernden Bildschirm, den ich schon die ganze Woche sauber machen wollte. Der Staub kräuselt sich darauf und jeden Tag finde ich neue Schlieren. Es ist ein großes Büro, eigentlich viel zu groß für eine Person allein. Das letzte auf dem langen Gang. Im Raum neben mir kann ich Leute reden hören. Sie sind nicht allein, sind nicht gelangweilt. Meine Aufgabe hier besteht lediglich darin, den Stuhl, auf dem ich sitze, warm zu halten. Zumindest kommt es mir oft so vor. In meiner Lethargie starre ich auf mein Telefon. Vielleicht würde es ja bald einmal klingeln. Wie zäher Honig verrinnt die Zeit. Ich arbeite an einem Schlachthof und bin für das Arbeitsmaterial zuständig. Es wäre doch ein leichtes. Nein, so etwas könnte ich niemals tun. Aber diese schreckliche Langeweile. Seufzend drehe ich mich von meinem Stuhl. In einem kleinen Schrank neben mir liegt mein Messer samt Wetzstahl. Ich hole es heraus, fahre prüfend mit dem Daumen über die Schneide. Stirnrunzelnd schüttle ich den Kopf. Ich hatte es eigentlich erst kürzlich geschliffen. Messer müssen einfach immer scharf sein, egal für welchen Zweck. Ich bin Metzger. Ich weiß, wo die Arterien liegen. Wie bei einem Schwein. Nein. Hör auf, so etwas zu denken. Leise knirscht das Messer, während ich es über den Saphirzug des Wetzstahles ziehe und die Schneide wieder aufrichte. So lange, bis sie sich vollkommen anfühlt. Türen schlagen, Schritte ertönen. Tag ein, Tag aus das Gleiche. Nie herrscht in diesem Laden Ruhe. Ständig knallt es irgendwo. Draußen auf dem Hof, direkt hinter meinem Büro, rangieren LKWs, die beladen werden. Ein Lachen. Ich hole tief Luft. Die Langeweile zerfrisst mich. Rücke meine Brille zurecht. Könnte eigentlich mal wieder etwas Messer werfen. Nur zur Übung. Es ist ein schönes Hobby. So entspannend. Grinsend kommt mir eine Idee. Ich nehme mein Telefon und wähle. Kommen Sie doch bitte kurz in mein Büro. Ich habe etwas mit Ihnen zu besprechen. Einige Haare fallen von meinem Arm, als ich die Schärfe der Schneide ein letztes Mal prüfe. Das Messer liegt griffbereit zwischen der Schreibtischplatte und dem kleinen Schrank neben mir. Das kann ich doch nicht tun. Andererseits, sonst komme ich aus der Übung. Natürlich ist die Klinge des Messers nicht ideal dafür. Sie ist gebogen. Eigentlich dazu gedacht, Fleisch vom Knochen zu lösen. Aber ich habe auch einige gerade hier. Das funktioniert dann bestimmt besser. Die Tür liegt etwa 5 Meter entfernt. Perfekt. Es klopft. Herein! Ein Mann, vielleicht Mitte 40, steckt den Kopf durch den Spalt und sieht mich verschlossen an. Er mochte mich noch nie. Ich ihn auch nicht. Leute, die nicht lachen, wenn ich einen Witz mache, kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Was wollen Sie? Fragt er mich entnervt. Schließen Sie bitte die Tür. Ich lächle nachsichtig. Unauffällig gleitet meine Hand nach rechts zu dem kleinen Schrank. Haben Ihre Monatsauswertung gestimmt? Beginne ich ein unverfängliches Gesprächsthema. Er runzelt verwundert die Stirn.
Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt zu einer Gefühlsregung fähig ist. Was geht Sie das an? Kümmern Sie sich lieber darum, dass die Zahlen der Stromzähler stimmen. Ach, natürlich. Die Geschichte. Nur weil ich einmal einige Zahlen falsch übertragen hatte. Locker liegt das Messer in meiner Hand. Ich biege ab. Die Schneide ist scharf. Nicht scharf wie ein Rasiermesser. Scharf wie das Messer eines Metzgers. Mein Arm verschwimmt in einer einzigen fließenden Bewegung. Eine Bewegung, die ich wieder und wieder geübt habe. Jahrelang. Sehe, dass das Messer nicht einmal rotiert, während es fliegt. So, wie es sein soll. Bevor es ihn trifft und ihn der Aufprall gegen die Tür hinter ihn schleudert, weiten sich seine Augen. Und wie die Zähler stimmen! Ich kichere leise, kann es mir nicht verkneifen. Sein Gesichtsausdruck ist unbezahlbar, während er langsam an der Tür nach unten rutscht. Dieser Wurf, wahrlich perfekt gelungen. Das Messer bohrte sich genau zwischen zwei Rippen hindurch in sein Herz und nun schnitt es sich an der schönen gebogenen Klinge selbst in Scheiben. Kein Laut, kein Aufschrei, kein Flehen und kein Betteln. Nur der feine Blutstrom, der aus seinem Mundwinkeln tropfte, war das Letzte, was seine Lippen verließ. Schade. Er hätte doch noch mehr anlocken sollen. Ich habe noch so viele Messer hier in meinem Büro. Ich bin ja für das Arbeitsmaterial zuständig. Ich sehe ihn an, seine Augen gebrochen. Kein Heben und Senken der Brust. Nichts. Es war nur eine Übung, damit ich nicht einroste. Hinter mir wird die Tür aufgerissen. Ich hasse diese andere Tür. Sie führt in das Nebenzimmer und jeder Idiot in diesem Laden meint, sie ständig benutzen zu müssen. Sie müssen mir noch etwas unter... Der Rest des Satzes bleibt unserem Verkaufsleiter im Halse stecken, als er mich sieht, wie ich das Messer aus seinem Brustkorb ziehe und leise lache. Unterschreiben? Ich grinse, kann es deutlich fühlen, wie sich meine Lippen immer weiter verziehen, als ich mich umdrehe. Das beste Mittel gegen Langeweile. Man muss etwas unternehmen.